Wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, dann bezieht er hier in Oerlikon seine zweite Heimat. Herzlich willkommen in FCZ TV, Walter Scheibli. Zuerst einmal danke vielmals, dass du Zeit gefunden hast, um ins FCZ-TV zu kommen. Meine erste Frage ist natürlich, die darf nicht fehlen. Was ist dein Lieblingsclub? Wenn man schon in Zürich ist, du bist ein Zürcher Unikat. Es ist relativ einfach. Mein Lieblingsclub spielt nicht in der Nationalliga, sondern in der zweiten Liga. Das ist der FC Unterstrass, wo ich am Schluss auch noch aktiv war und heute sogar Ehrenmitglied geworden bin. Du bist ja ein Fußballer. Also du kommst vom Fußball. Auch wenn dich alle, oder ich sage mal, der grösste Teil der Leute kennt dich nur als Walti Scheibli und der ZSC-Fan. Ja, das ist richtig. Ich komme vom Fußball her. Mein Club war Young Fellow gewesen. Da habe ich meine ganze Juniorenzeit und auch noch ein bisschen Aktivzeit verbracht, bevor ich dann ein bisschen gewechselt habe, noch ein bisschen ins Wäldchen gegangen bin und dann über Oerlikon eben in Unterstrass gekommen bin. Meine Heimat eigentlich. Ich wohne ja 200 Meter vom Sportplatz entfernt. Gut, jetzt steht das Derby an. Was ist das Derby? Das Derby hat mir immer etwas Besonderes. Du hast schon x Derbys miterleben. Erzähl mal, was ist speziell am Derby? Was ist speziell, wenn die Stadtrivalen, der FC Zürich und GC aufeinandertreffen? Natürlich war es immer der Konkurrenzkampf. Wer ist der Besser in der Stadt? Einmal war der, einmal der andere. Meistens über viele Jahre natürlich GC, dann in der guten Phase um FCZ. Und für die heißen Anhänger ist es natürlich immer der Match vom Jahr. Wobei, wenn ich mich zurückerinnere, er hat vor Jahren eigentlich noch etwas mehr Bedeutung gehabt. Die Derby-Stimmung hat sich ein bisschen abgestumpft. Wahrscheinlich mit dem ganzen Professionalismus und so weiter ist es nicht mehr ganz gleich wie heute, wo man noch mehr mit Herz dabei war. Walti, du bist eine lebende Sportreporter-Legende. Da nimmt es uns natürlich Wunder, was sagst du zu der aktuellen Saison? Die letzte ist ja nicht gut gelaufen. Sie ist noch gut gelaufen für GC, weil zwei haben sich zurückgezogen, respektive Sion haben die Punkte abgezogen. Sonst wären sie ja heute in der Nationalliga B. Und wie heisst sie heute? Challenge League? Ja, ich habe immer ein bisschen Mühe mit den modernen Ausdrücken. Für mich war es immer einfacher gewesen, A und B. Der FC Zürich hat keine grossen Probleme in der letzten Saison, aber auch nicht so viel Freude. Und man hat eigentlich gemeint, die Konter Wendi, die ist nur ganz langsam gekommen. Bei GC eigentlich schneller, wie man vermutet hat. Vermutlich ist dort wieder jemand auftaucht, der ein bisschen Nötchen reinlegt. Sonst hätte man ja den Wandel nicht vollziehen können.